いいですね。たくさん。Passt. Sie sind mal das Erste, ja? Burschen haben schon ein bisschen Gas gegeben, normalerweise geht es noch langsamer. Können ja? Die alten Leute das gut sagen? Machen die alten Leute sagen das mal vor. Ja? Das heißt, es geht wirklich dann, dass man hergeht, das ist ein bisschen gar langsam, ja? Dass man hergeht und sagt einmal, zweimal, dreimal, viermal, fünfmal. Ja? Machen wir es einmal richtig? Da! Oh! Ja, das war doch die Brille noch. Und bin zum Thema Sicherheit. Ja, das ist ein Schussbrüll. Ja. Okay, ich bin fertig. Bist du fertig? Okay. Eins. Da! Da! Und die Schussbrüll hinten der Nase. Das heißt, wir machen das nochmal vorher langsam. Sollte diese Reaktion zu spät kommen und doch ein Treffer sein, sind die Bombe heraus. Das ist. So, wir machen es nochmal langsam. Einmal, zweimal, dreimal, viermal. Das wichtigste Zeichen schlechthin in unserem Job. Es kann natürlich passieren, dass wir im Eifer des Gefechts irgendwas vergessen, eine Bewegung vergessen. Das kann böse, böse ausgehen. Ja? Wenn zum Beispiel der Marco hat jetzt zum Beispiel seinen Tomahawk in der Hand, wenn ich eine Drehung vergesse, die aufgeschrieben ist, die ausgemacht ist, und er macht einen Schlag zum Beispiel und ich renne da rein, da ist ein schweres Problem und Kopf hört. Tut mir leid, zu spät. Ja, gibt es bei uns ein ganz wichtiges Zeichen, dass der Partner weiß, ja? Scheiße, er kennt sich nicht mehr aus, ich muss sofort laufen. Ja? Und funktioniert im Grunde genommen ganz einfach. Stopp. Diese Bewegung zeigen wir dem Minitou nicht, sonst kämpft er mit uns nicht mehr. Also noch einmal, meine Herren, bitte. Ja? Gib mir nur eine. So. So, ja, und dann wollen die 10. Ja? Ist natürlich. Kann man kurz herzeigen, wir nehmen Tic-Tac, weil das weiße ja, alle haben so schöne weiße Zähne, nehmen wir Tic-Tac. Die Orangen das schlechter, wenn die 10 immer so komisch. So. Was auch ganz wichtig ist für uns, wenn wir die Schläge aufeinander abstimmen, ist die Entfernung wichtig. Bin ich zu knapp an meinem Partner, da habe ich ihn richtig. Bin ich genau richtig weg, kann ich jederzeit vorbeischlagen, egal wo, und kann ihn nicht verletzen. Das ist also für uns wirklich sehr wichtig mit der Titel. David, er spielt die Reaktion. So. Wenn ich jetzt aber so zur Publikum abgewandten Seite stehe, kann ich da oben bremsen und bin noch immer 20 cm weg und er kann die Reaktion trotzdem spielen. Das sind die kleinen Tricks, mit denen man im Film- und Theaterbranche arbeitet. Für den anderen, für den Luca. Applaus jetzt für jemanden Dank. Rein, Luca. Hast du. Sagst du uns unseren Namen? Alisa. Alisa. Belinda. Belinda. Sarah. Sarah. Super. Also, einen Applaus. Die Dolten sind mit der Everett. Gut. Jetzt. Wollen wir fest. Nichts passiert, der Peter hat zwei Möglichkeiten. Ich bin so gut und fahre genau mit dem Schuh. Hier dahinter auf seinem Popo. Und fange das Ganze ab. Der erste Trick. Der zweite. Der Peter hebt
das Becken an. Durchs Anheben des Beckens hebt sich das da vorne und hinten hat man auch einen knackigen Kokos und draufklatscht. Ja, wie läuft's, oder? Das sind Tatsachen. Dann haben wir noch natürlich den Oberschenkel innen, können wir hier verwenden, hier, oder auch genauso hier. Für die Leute, die nicht so geübt sind, für die ganz Guten, komm in Schuhe hinter und alles ist okay, der Peter ist in Ordnung, geht's dir weg gut? Hast du jetzt schon wieder gemacht? Jetzt sag das nochmal schön. Langsam. Und da. Mit dem. Das macht er. Das sind die Späße, die sich dann unsere Tontechniker mit uns erlauben, ja? Also, du darfst einmal. Da! Vielen Dank! Zu spät! Dankeschön! Applaus für die Belinda! Danke, du darfst. Bitte schauen Sie. So. Der Peter ist ja der Böse im Stück heuer. Sonst ist er ganz lieber. Er kann nicht kochen, aber das mache ich. In unserer Beziehung. Der Peter wird jetzt mal bei den Haaren schleifen. Hast du schon mal gemacht? Funktioniert ganz einfach. Je mehr Frisur ist, dann macht das nachher wieder gut. Funktioniert ganz einfach. Ich sage, beim Theaterspielen, die das an den Haaren ziehen, ja, ist kein an den Haaren ziehen. Ja. Das ist einfach eine Show. Ja, und da geht es jetzt um dein schauspielerisches Talent. Ja. Das heißt, das Einzige, was ich mache, ich halte den Kopf so fest. Du nimmst deine Hände und hältst meine Hand fest. Eine links, eine rechts. Genau. Ja. Und dann gehen wir jetzt weiter Richtung den Indianerzelten. Ja. Und du schreist, bis du nur schreien kannst. Kannst du das? Ja. Probieren wir mal. Ja. Schrei einmal. Schrei. Und es ist nichts passiert. Ja. Und nochmal. Und was taugt da jetzt, gell? Also ich zieh dich wieder Richtung nach Hause, gell? Warte mal. Los geht's. Harry Potter und der Heuler. Vielen, vielen Dank. Dankeschön. Also legen wir los zum Abschluss. Du, mach mich nicht unglücklich und die auch nicht, ja? Nein, es ist wirklich kein Spaß. Daher oder daher? Aber langsam. Wir machen es einmal in Slow-Mo. Frischling, Choreografie langsam. Also langsam Fuß. Fuß. Ah! Okay, dann passt. Nochmal. Wenn du dich traust, mach ich das. Okay, überleg dir das. Ja, passt. 3, 2, 1, Echsen. Also, jetzt ist mit bis 3, okay? 1, 2, 3. Gut, das ist ja wie ein Friedhof. 1, 2, jawohl! Ah! Sehr geehrte Damen und Herren, wir wünschen Ihnen noch einen sehr, sehr schönen Tag hier in der Arena Wagram. Wir werden uns bald wieder, erzählen Sie es weiter und viel Spaß beim Stück Untergeiern 2017. Dankeschön!